Ein Riesenapplaus, hier sind Marcellini und sein Hund Oscar. Oskar, du kannst nicht einfach hey sagen. Das ist ein gehobenes Etablissement. Wie heißt das? Etablissement. Etablissement. Normalerweise sagt er Puff, Oskar, bitte. Das sind gehobene Herrschaften, darf man sowas nicht erzählen. Die sind vielleicht ein gehoben, ja. Entschuldigung. Meine sehr verehrten. Willst du ein Foto? Da sag doch was. Komm los. Foto, jetzt fotografier jetzt, Mensch! Los! Hast du? Ja? Hatte ich so gelacht, kannst du verkaufen. Für die Titelseite vom Wachturm. Also, Entschuldigung. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Oskar, was ist da oben? Eine Spinne. Das ist keine Spinne, das ist nur ein Fleck. Ach so, okay. Gott, ist das hier dreckig. Hier ist nichts dreckig. Die scheinen ja so total staubig, Oskar. Guck doch hin, bitte. Hast eine Stauballergie, du setz dich weg, du Oskar. Es langt. Okay, also. Huch, was ist denn das? Das ist der Matuschke. Wer? Der Matuschke von Bayern 3. So sieht der aus. Ein Radiomoderator. Wow. Deswegen macht er keinen Fernsehen. Oskar. Raus. Ich sag, wenn am Gipfel schon die Gletscher leuchten, kann es hinterher noch Frühling sein. Total staubig hier. Der Oskar. Guck doch hin, bitte. Es reicht. Du hast jetzt Sendepause. Jetzt bin ich dran mit Reden. Ist das klar? Klar. Okay. Ganz still. Ganz leise. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Staut, 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 staut. Oskar, guck doch hin, Oskar. Guck mal da hinten in der Mitte. Siehst du unseren Lichttechniker? Das ist der Chef vom Licht da hinten. Ehrlich? Hättest du einer staubwischen können, Oskar. Oskar. Die haben hinten in ihrer Küche ein riesengroßes Messer. Wenn du so weitermachst, dann bist du bald ein toter Hund. Muss ich dann zum Chinesen? Wieso zum Chinesen? Nur der 47, süß-sauer. Nein. Dann wirst du begraben. In Föhringen, ne? Wieso in Föhringen? Da ist der Hund begraben. Ja. Hast du was gegen Föhringen? Ich hab nichts gegen Föhringen. Jedenfalls nichts, das hilft. Wusst ihr schon, dass Deutschland sein eigenes Disneyland kriegt?
Nein, Föhringen wird eingezäunt. Ja, und zur Eröffnung kommt der Dalai Lama. Wieso der Dalai Lama? Von Dach der Welt zum Arschstolz. Das Kapitel. Da. Die Leute brauchen hier Föhringen. Wieso? Sonst sind die viel zu schnell in Illerrieden doch. Und was ist dann, wenn ich begraben werde? Wenn du begraben wirst, ja, kommt der Pfarrer. Und? Der hält salbungsvolle Worte. Was sagt der da? Keine Ahnung, bitte. War ein lieber Hund. War ein netter Hund. Gut, dass ihn der Hügel deckt. Oder wenn es dann theologisch wird, sowas wie Asche zu Asche, Staub zu Staub. Staub? Hallo Jungs! Schnauska, bitte! Da drüben auch! Hey, Natuschke, die haben hier den Friedhof der Kuscheltiere an der Decke, du Oskar. Also. Dein Flecklos, Flecklos, Flecklos. Guck mal, der Herr da vorne. Wer? Der ganze hier. Der ganze hier? Der sieht aus wie der Nachbar, der Josef. Hast du den Leuten schon erzählt, dass du aus Bayern bist? Oh! Aus Coburg. Oh! Was ist denn daran so lustig? Kennt ihr Coburg? Kennt ihr das Kaff, ja? Gibt so ein Indianerdorf. Am Rande der Stadt. Huck heißt es, Huck Coburg. Der ist also der Josef. Den habe ich lange nicht gesehen, den Josef. Der ist ja umgezogen, der Josef, ja. Wo ist der hingezogen? Nach USA. Kenne ich nicht. USA. Amerika. US als USA. Kennt ihr das? Kennt ihr Amerika? Okay, drei Leute kennen Amerika, der Rest kommt aus Föhringen hier. Amerika ist da, wo der Herr Obama Präsident ist. Der Herr Obama. Genau. Seitdem heißt das Weiße Haus nicht mehr Weißes Haus. Heißt jetzt Onkel Toms Hütte. Und. Je nach der Türklingel am Weißen Haus, ne? Na? Bimbo. Es reicht ja, Oskar. Es tut mir, entschuldigen Sie, es tut mir leid. So was sagt man nicht. Wieso? Das ist diskriminierend. Neger. Nein, das darf man nicht sagen. Was soll ich denn dann sagen? Na? Maximal pigmentiert. Du nicht auch. Was macht der Josef jetzt in Amerika? Der heißt nicht mehr Josef. Wie heißt der dann? Der heißt jetzt Joe. Joe. Was macht so Joe den ganzen Tag? Der steht früh auf und dann frühstückt er. Und dann legt er sich auf die Veranda. Ah ja. Was macht er dann? Mittagessen. Mittagessen. Und dann legt er sich auf die Veranda. Ganz schön viel Zeit. Was macht der beruflich? Radiomoderator. Was macht er dann? Abendessen. Und dann? Alles klar da hinten? Gehst denn du jetzt hin, ne? Hallo? Na toll, verstehst du, ich reiß mir hier den Arsch auf, der geht pullern. Oskar. Mitten in der Show, der muss aus Föhringen sein, doch. Wir waren beim Josef stehen geblieben. Ja. Was macht er dann? Abendessen. Abendessen. Und dann? Legt er sich auf die Veranda. Was macht seine Frau, die Vera? Die heißt jetzt Veranda. Sag mal. Gut. Die hatten doch auch einen Hund. Ja, den Rex. Den Rex, ja. Ist der mit nach Amerika? Ja. Und wie geht's dem in Amerika? Nicht so gut. Wieso? Der diskriminiert. Der Hund? Ja. Du wirst ja auch nicht in Deutschland diskriminiert. Doch. Bitte, wer diskriminiert dich denn? Der Praktiker Baumarkt. Ja, 20% aus alles, außer auf Tiernahrung. Und warum wird der Rex diskriminiert? Wegen seiner Hunderasse. In Amerika? Ja.
Pass auf, du bist Golden Red Reaver. Was ist denn der Rex für eine Rasse? Der ist Afghane. Oskar. Huch. Wer sitzt denn da? Hallo, schönes Kind. Wie heißt du? Ja, ich meine schon dich. Ich bin kein Westerwelle, ne? Wie heißt du? Hallo, Juliane. Ist das Nummerngirl? Wow. Willst du meine Nummer 36 sein? Die guckt so. Guck dir das denn den Deinen an hier, ne? Ist die läufig, Oskar Pitti? Schöne Kinder. Oskar, wir sind ja heute Abend hierher gekommen nach Ulm, ja? Und du hast ja versprochen, den Herrschaften heute Abend hier ein schönes Liedchen zu singen. Vergiss es. Das will doch keine Sau hören. Ehrlich? Lauter Mädels. Ich mag Däuchlein kraulen so gerne. Okay, was singst du für ein Lied? Ein altes fränkisches Zeugslied. Ja, wir sind ja aus Franken, ne? Genau, die Franken und die Schwaben haben eins gemeinsam. Wir sind alles nur keine Bayern, ne? Ein fränkisches Volk. Was ist das für ein Volkslied? Das haben die Schweden geklaut. Die Schweden? Ja. Den Franken? Genau. Was haben die Schweden mit dem Lied gemacht? Die sind in diesem Lied zum Grand Prix gefahren. Zum Grand Prix Eurovision de la Chanson. Und die haben gewonnen. Mit dem Lied aus Schwaben, aus Franken. Ja, genau. Und wie heißt das Lied? Klos nicht so, was heißt das? Das soll ich jetzt noch singen und ihr seid der Chor, okay? Der Saal tobt. Euphorie in Ulm, du Scheiße, du. Seid ihr schlimmer als die Franken, du. Kennt ihr Orgasmus auf Fränkisch? Passt schon. Juliane, Gott sei Dank ist das Kondome für schwedische Nenner. Mit Bewegungsmelder. Also noch mal. Ihr seid der Chor, okay? Ja. Gut. Ihr singt jetzt da 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 da. Alle singen da 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 da. Klos Nitzos, dies ist hier nicht schon in der ganzen Naturschke, du auch. Da 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 da. Klos Nitzos, Fleisch noch dazu, ja, das ist famos. Da 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 da. Klos Nitzos, wenn ich's nur höre, ja, da renn ich gleich los. Da singen, da da. Klos Nitzos, wenn's es nicht gibt, ja, da weil Juliane. Da 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 da. Ja. Dieser hier nicht schon in der ganz groß. Danke, das war's. Moment, 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 stopp, stopp, stopp. Was denn? Ich habe noch nie einen Grand Prix-Siegertitel gehört, der Klos mit Soße heißt. Die hatten ja auch einen anderen Text. In Englisch. In Englisch, yes. Und die hatten ein richtiges Orchester. Nicht so ein Sparchor. Und im Original, da klang das dann ungefähr so. Klos Nitzos, ist das schön nicht, schon in der ganz groß. Klos Nitzos, schleich noch dazu, ja, das ist famos. Klos Nitzos, wenn ich da höre, ja, da renn ich gleich los. Klos Nitzos, wenn's es nicht gibt, ja, da rein ich los.
Oskar, ich würde sagen, du singst jetzt noch dein Abschlusslied, das kann ich nicht. Wieso? Ich hab Durst. Bin ich lang saufen? Das heißt, ich will lang saufen, das heißt, ich möchte bitte etwas trinken. Du sollst auch in Oskar, bitte. Ja, du lachst, ich muss ihn heinschleppen. Du suchst also jemanden, der nach der Show einen ausgibt? Ja. Okay. Such dir jemanden aus. Den Herrn im karierten Hemd, hier vorne. Der sieht reich aus. Der sieht reich. Dann frag den Herrn nochmal. Okay. Hey! Oskar. Man spricht die Leute an. Ach so, okay. Hey, du! Nein. Mit sie. Ach so, okay. Hey, du, sie. Geht's denn aus? Ja? Der mag mir. Der mag mich, was dir auch. Nein. Das heißt, der mag mich, das ist Deutsch. Ach so, okay. Hast du auch genug Kohle dabei? Geld, Zaster, Moneten? Zeig her. Ich will sehen. Hast du nix, hä? Keine Kohle? Raus anschaffen. Oskar. Der ist geizig, der nicht. Der ist ein Schotte. Das ist kein Schotte. Entschuldigung, Sie sind kein Schotte, gell? Nein. Nein. Wo kommen Sie her? Wo kommen Sie geboren in? In Laupheim. Ach, deshalb. Aus Laupheim. Kennt ihr das? Das ist die Gegend hier. Das sind Nenner noch Nenner und Schafe nervös. Ja. Laupheim hat der liebe Gott nur deswegen gedacht, dass ihr den Föhringen sehen, es geht noch ärmer, ne? Könnt ihr der Traktor aus dem Traktor draußen, ne? Alles wegen Geiz des Landes, riesen Schotten. Oskar, singst du jetzt dein Lied? Okay. Für wen singst du das Lied? Für den Schotten. Jeder Schott hat einen Spitznamen. Deiner auch? Ja. Wie heißt der? Charlie Braun. Okay, ab heute Charlie Braun. Wie heißt der Lied? Ich sitze an der Dame, ich hatte kein Geld. Okay, geh los. Okay. Oskar. Da ist ein Floh. Huch! Jetzt ist er zu dir gehüpft. Juckt schon? Ja? Achtung, flüg in dein, wo es dunkel und feucht ist. Oskar. Ins Ohr. Bitte jetzt sing. Gott. Ab wie viele Jahre ist die Show hier, du? Oskar. Du sollst singen. Okay. Es ist schrecklich allein, durch die Wüste zu ziehen. Es muss fürchterlich sein, jeden Abend den Schotten zu sehen. Aber nichts ist so traurig wie eins auf der Welt. Ich sitze an der Bar und ich habe kein Geld. Deinen zweiten Vers. Zweite Katastrophe, okay. Mit Charlie Brown, dein Partner? Mit dem Schatten Charlie Brown, okay. Charlie Brown ist mein Partner. Cool, ne? Wie so ein Traktor aus Laufheim. Charlie Brown ist mein Partner. Er ist ein Genie. Er lädt nicht stets ein. Der Zahlen. Die kennen dich hier schon, du. Tut der nie. Und er freut sich so sehr, wenn er Whisky bestellt. Und ich sitz an der Bar und ich habe kein Geld. Dankeschön! Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch eine kleine Zugabe. Ist ja gut, wir machen das ja. So, ich bringe dich jetzt nicht. Ich will zu ihr. Nein, du kommst zu Matuschke. Nein, ich will zu ihr. Du kommst zu Matuschke. So, passt schön auf ihn auf. Der Matuschke, der guckt so nach drüben. Was? Zu der Frau.
Natuschke, ist das dein Handy in der Hosentasche? Oskar, bitte jetzt. Ach du Scheiße! Oskar! Okay, meine Damen und Herren, wir machen jetzt als Abschluss noch die lustige Zuschauer-Mitmachnummer. Ja, lass schenken. Okay, ich komme jetzt rund, macht mal ein bisschen Licht mit dem Saal. Ich suche mir jetzt zwei Freiwillige aus. In der ersten Reihe könnt ihr ganz entspannt sein. Ich hole mir von weiter hinten, weil die denken, sie kommen nicht dran, ne? Ja. Obwohl, nee, ich glaube, ich bin hier ganz gut aufgehoben in der ersten Reihe. Wenn ich Sie vielleicht hier im... Ja, kommen Sie vielleicht zu mir? Ja, kommen Sie mal zu mir. Und der Herr hier mit... Ja, kommen Sie vielleicht zu mir? Spielt mal Volksbank, macht mal einen Weg frei. So, mal einen Riesenapplaus. Die beiden kommen auf die Bühne. Eine Euphorie für die beiden. Kannst du hier raufhelfen? So, kommen Sie auf die Seite. David Garrett, mein Name. So, kommst du. Okay, komm mal zu mir. Wir machen jetzt ein kleines Spiel. Und zwar werde ich gleich deine Hand drücken. Wenn ich deine Hand drücke, machst du bitte den Mund auf. Wenn ich loslasse, wieder zu. Okay, probieren wir das mal. Auf, zu. Auf, zu. Wenn ich das dann öfters mache, ist das W-Reden nur ohne Ton. Probieren wir das mal. Super, jawohl. Und nichts sagen, ich spreche für dich, ja? Ich weiß nicht, ob man das hier mitbekommen hat, aber in Bayern, ja, nennt man, wenn ein Mund aufgeht, es kommt nichts raus, bei einer Frau, Gabriele Pauli. Selbe hier, Mund auf und zu. Auf, das ist dann Reden, ja. Genau. Bei Männern nennt man das Phänomen Philipp Rösler. So, und von euch erwarte ich jetzt etwas, das für den Schwaben wie für den Franken ja ein und für sich ein Fremdwort ist. Das nennt sich Euphorie. Denn wir sind jetzt nicht mehr in Ulm, wir sind jetzt in Köln-Hürth, in den RTL-Studios, zu den Dieter-Bohlen-Festspielen. Deutschland sucht den Superstar! Wir haben für Sie zwei Kandidaten mitgebracht. Wenn Sie sich kurz selbst vorstellen, wie ist Ihr Name? Ich heiße Gisela. Und Sie? Ich heiße Gerhard. Gisela, was machen Sie beruflich? Ich bin die Suchverkäuferin. Ja. Haben Sie eine Spezialität in dem Laden? Ja, was ist das? Die Haarsgröße Z. Für was steht Z? Für Zelt? Nein, für Zwiebel. Was sind mit den Zwiebelbusen? Wenn man reinkommt, kommen einem die Tränen. Ach so, okay. Gerhard, was machen Sie beruflich? Ich die Nudelverkäufer. Ah, Nudelverkäufer. Haben Sie auch eine Spezialität? Ja, Nudeln für Frauen. Was sind das? Macaroni. Wieso Macaroni? Da können Sie durch die Löcher weiterreden. Ach so, okay. Stammkundschaft? Stammkundschaft? In Laufheim. Hier vorher, okay, alles klar. Gut, jeder von Ihnen hat ein Lied mitgebracht. Wollen Sie anfangen zu singen? Nein. Soll er anfangen? Ja. Na gut. Okay. An was sind denn Sie Ihr Lied? An deine erste große Liebe. An die erste große Liebe, hören wir uns das Lied mal an. Liebeskunder lohnt sich nicht, nein, Darlehen. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskunder lohnt sich nicht, nein, Darlehen. Reich am Morgen dein Herz darüber lacht. Ein Riesenapplaus für Gerhard. Super. Wow. Gisela. Wie fanden Sie das Lied? Scheiße. Wollen wir dein Lied hören? Ja, wollen wir Ihr Lied hören. An was jetzt? Die ersten Angebote. Diese Garrett-Masche zieht irgendwie. Wir lassen uns jetzt auch lange Haare machen. Vergiss es. Nein, das ist keine Klasse, das sind so Latze. Gut. Gisela. Kommen wir zu Ihrem Lied. Was singen Sie für uns, an was singen Sie Ihr Lied? An deine Kindheit. Haben Sie eine schöne Kindheit? Ja! Okay. Dann müssen Sie machen. Du musst jodeln. Ich kann nicht jodeln. Jodeln, jodeln. Ich sing nur den Text. Jodeln, jodeln. Halt die Schnauze da drüben, bitte. Heidi, Heidi, deine Welt sind
Berge. Heidi, Heidi, denn dort unten bist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein. Heidi, Heidi, heißt du zum Glücklichsein. Ein Riesenapplaus für Gisela. Ich wollte noch was sagen. Bitte? Ich wollte noch was sagen. Zu Gisela? Ach, bitte, ja. Dann. Du hast die Haare schön, du hast die Haare. Hätten wir es auch geklärt. Gut, zum Abschluss singen die beiden jetzt noch ein Duett, das den Namen eines himmlischen Mahles trägt. Das sogenannte Manna, also im doppelten Sinne Manna Manna. Geben wir den Ton vor, das ist ein Fast. Kann es losgehen? Ja, okay. Na 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 di 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 na 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 di 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 na 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 di 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 na 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 di 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 na 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 di 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 na 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 di 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 na 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 di 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 na 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 di 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 na 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 di 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 di. Meine Damen und Herren, das waren Gisela und Gerhard. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön. Ich leite Sie mit runter. Dankeschön.